Die Richtung bräuchte ich 6 und für die noch mehr. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Das ist auch gut. Ei! Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Also ja, ich kann jetzt hier rein, kann also auch gucken, was es da oben so gibt. Und kann meine erste Bäckerei errichten. Das hier ruhig ein bisschen enger bauen, denke ich mal. Ja, so. Das könnte ich theoretisch... Nein, hier keine mehr reinquetschen. Schade. Dann so, oder? Ja, so wird auf jeden Fall noch ein Gebäude hier reinpassen. Vielleicht noch zwei weitere. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Gut, damit kann ich jetzt die Steinstraße hier bauen. Okay, weiter geht's gerade nicht. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, jetzt kann ich Fisch. Fischen gehen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Naja, zum Glück ist der Weg zur Fischerei nicht weit. Ab hier ist halt das Problem. Hauptsache, wir kriegen etwas Fisch. Jawohl. Ei. Schon unterwegs. Hier wäre eine ganze Schafsherde. Zwei Schafsherden. Okay. Sofort. Ist gebonkt. Sofort. Wenn das Territorium eingenommen ist. Haben wir zwei Schafsherden? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, da würde eine hinpassen. Und wahrscheinlich draußen noch eine. Ja. Machen wir das so. Alles klar.
Du bist ausgebaut. Dich müssen wir überhaupt erst mal ausbauen. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Unser Bäcker weiter ausbauen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Oh, sehr schön. Das heißt, wir können hier weiter Straßen ausbauen. Also ja, die Schäfchen nehme ich auf jeden Fall gerne. Wir haben ein Territorium eingenommen. Das in Besitz genommene Land ist fruchtbar, aber es hat keine eigenen Wasserstellen, um es zu bewirten. Die Wege zum Brunnen nach Tela sind weit. Wir sollten deshalb hier einen Brunnen errichten. Nee, wir holen die Schafe. Oh Gott, sind das viele Schafe, ey. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ah, ich hatte das doch gerade so. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Wir kommen ja. In Massen. Okay, das hier, was wir gerade eingenommen haben, ist cool. Und ja, hier sind immer noch Räuber im Weg. Wie ihr wünscht. Jawohl. Oh, wie sieht's mit unserem Beet aus? Haben wir genug? Ein Karren wurde ausgesandt. Und ja, wir könnten theoretisch mal wieder Stein kaufen. Okay, dazu haben wir ja gerade genug. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, retten wir mal unsere erste Taverne schon mal. Und ja, die Schafe sind auch im Einflussbereich. Eurer Wohltat ist es zu verdanken, dass wir nun aus Kräutern und Honig endlich wieder unseren begehrten Kräutermehl brauen können. Kommt zu uns und eröffnet einen Handelsposten. Ein
Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jo. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Damit können wir die Straße mal fertig bauen. Auch wenn es toll ist, dass du irgendwie abkürzt. So. Ein Karren wurde ausgesandt. Schon unterwegs. Der Handelsposten wird auch errichtet. Zwei Schafe fehlen jetzt aber noch. Oder waren es nur so viele? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ah, sehr gut. Das heißt, wenn langsam Wolle reinkommt, können wir uns um den nächsten Schritt kümmern. Oh, und dich übrigens mal fertig ausbauen. Ja, da kommt noch ein Schaf und da steht auch noch ein Schaf rum. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Wir haben einen Handelsposten in Gulabai eröffnet. Nun können wir Nahrung aus diesem Dorf beziehen. Auch wir, die Priester von Mithrashmir, wollen nun Tela unsere Dienste anbieten. Aber Banditen belagern den Zugang zu unseren Weiden. Geht's nach Pulajab, dort kann man euch helfen, Eisen für eure Waffen zu bekommen. Sofort. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, das heißt der nächste Schritt. Jetzt werden Waffen produziert. Ihr habt den Segen der Priester. Wir werden euch unterstützen. Während der Angriffe sind viele unserer Brüder in das Gebirge südlich von Pulajab geflüchtet. Keiner von ihnen kehrte je zurück. Nehmt euch also in Acht, wenn ihr euch zu den Eisenvorkommen jenseits des Gebirges begebt. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Das heißt, herausfinden, wie wir an Eisen kommen. Und die sind jetzt... Pulajab sind Handelspartner. Ja, okay. Mir ist jetzt aber nicht das Schaf ersoffen, oder? Oder die Schafe... Ein Schaf kommt noch an. Na, das andere stand halt hier im Wasser, als die Regenzeit angefangen hat. Egal, das sind mehr als genug Schafe zum Händeln.